Was vor 18 Jahren als kleines Fest für Menschen mit besonderen Bedürfnissen begann, ist zu einer wahren Erfolgsgeschichte geworden. Zur 18. No Problem Gala in Baden kamen viele besondere Menschen aus nah und fern und genossen ein Fest, das nur für sie bestimmt war. Heute 18. No Problem Gala, hätten Sie sich gedacht, dass das sich so entwickelt? Eigentlich nicht. Ich habe davon geträumt, ich habe es gehofft, aber dass es wirklich so sein wird, nein, ich habe es nicht gedacht. Das, was für mich noch wichtiger ist, dass die Integration gelungen ist, dass das einander die Hände reichen, den anderen anzuerkennen in seiner ganzen Persönlichkeit, das war das Wichtigste und das war auch das Ziel. Es ist jedes Mal etwas Besonderes. Es ist im Vorfeld nicht ganz einfach, es heißt ja no problem, aber oftmals ergeben sich natürlich kleinere Probleme, aber wenn man dann sieht, wie glücklich die Leute hier sind, die Menschen mit und ohne Handicap, dann ist es immer wieder etwas ganz Besonderes, dabei zu sein. Hat sich in den 18 Jahren was verändert im Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Baden? Ich denke schon. Als ich begonnen habe, hat man kaum behinderte Menschen gesehen, schon gar nicht mental, Menschen mit einer mentalen Behinderung. Heute ist das selbstverständlich. Sie sind mit uns, sie sind dabei und dort gehören sie auch hin. Der Verein No Problem hilft ja auch mit Geld, also finanziell und auch mit anderen Dingen? Ja, also wir helfen dort, wo es notwendig ist. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zu helfen, die wir wahrnehmen. Wir prüfen natürlich, wenn wir unterstützen, aber dann ist es uns ein Anliegen, das passt. Und über Spenden freut ihr euch immer, oder? Freuen wir uns immer, ja. Aber wir haben das Glück, wir haben spendenfreudige Besucher und Gäste und auch Mitglieder. Spenden kann man auch sonst noch mit Zeit, mit Zuneigung, einfach mit den anderen annehmen. Das ist vielleicht noch mehr als alles andere. No Problem Gala, da gehört ihr mit eurer Jiu-Jitsu-Gruppe natürlich dazu. Was habt ihr heute alles vorgeführt? Wir haben jetzt Selbstverteidigungstechniken vorgeführt, die wir im Trainingsprogramm haben. Das heißt, wir haben das so adaptiert, dass das auch Menschen mit einer mentalen Beeinträchtigung machen können. Das heißt, wir nehmen die Aggression raus und schauen, dass die Selbstbewusstsein sehr viel koordinative Arbeit ist und dass dann die Menschen das so trainieren können. Einer darf natürlich nicht fehlen bei der No Problem Gala, der Verein Zimt. Ist jetzt seit Anfang an dabei? Seit Anfang an, seit 18 Jahren und immer wieder gerne, solange es geht. Wir sind immer zum Schluss daran. Wir sind sozusagen die Rauschmeißergruppe. Wir trommeln, wir bringen unsere eigenen Instrumente mit, ganz, ganz schnell aufgebaut und die Leute, die dann noch da sind, die warten drauf und sie stürmen zu den Sesseln, sie stürmen zu den Instrumenten und es ist immer ein Mordshallo, ein großes Halligalli. Trommeln Sie auch? Sicher, ich bin der Stimmführer.